Hallo und herzlich willkommen hier in dem Vortrag. Ein Tag hat nur 24 plus minus eine Stunde oder Stunden. Wir haben jetzt gleich das Vergnügen, uns einen Vortrag anzuhören zu Zeitzonen und wie sich die auswirken auf Programmierung, vor allem in Python. Und haben da das Vergnügen, dass uns Miro das vorstellt, der auch Python-Meetups organisiert und also sehr passioniert in der Python-Welt unterwegs ist und sich mit den täglichen Ärgernissen auseinandersetzt, die man so als Programmierer hat. Und der das auch ein bisschen beleuchtet, warum haben wir denn diese Ärgernisse und woher kommt es, dass wir uns mit den Zeitzonen in der Programmierung auseinanderschlagen müssen. Herzlich willkommen und freue mich auf den Vortrag mit dir. Danke. Hallo zusammen, ein Tag hat nur 24 Stunden und ich habe jetzt fast eine Stunde, um euch darüber was zu erzählen. Was werden wir heute lernen? Wie man auf eine Uhr schaut, dass man auf eine Uhr nicht zu oft schauen soll und dass man auf die Finger eurer Regierung schauen soll, was die damit macht. Mein Name ist Miroslav Šedivý, bin in Pressburg in der Tschechoslowakei geboren, das ist eigentlich die Zeitzone Europa-Bratislava. Habe in INSA Lyon in Frankreich studiert, das ist die Zeitzone Europa-Paris. Und jetzt arbeite ich bei Salute GmbH in Karlsruhe, das ist die Zeitzone von Europa und Berlin. Das würde bedeuten, dass ich wahrscheinlich das ganze Leben in der mitteleuropäischen Zeitzone gelebt habe. Ja, aber habe trotzdem ziemlich viel mit anderen Zeitzonen was zu tun gehabt. Bei uns, bei Salute, die Firma, die hinter dem billiger.de-Portal steht, arbeiten wir mit vielen Technologien und jede arbeitet mit den Zeitzonen ein bisschen unterschiedlich. Übrigens, wenn euch irgendwas von dem hier, von den Technologien hier anspricht, könnt ihr gerne mit mir reden. Wir brauchen Leute, die damit Spaß haben. Ich möchte jetzt gerne ein bisschen Live-Coding machen. Nein, mache ich kein Live-Coding, aber in den nächsten Slides habe ich die aktuelle Zeit auf den Freitag, 31. Mai 2019, 19.03 Uhr, mitteleuropäische Sommerzeit, also die Zeit, die hier in Karlsruhe in Deutschland gültig ist, eingestellt. Das heißt, jetzt könnt ihr eure Uhrzeit jetzt auf dieser Uhrzeit einstellen und so bleibt das auch die nächste fast eine Stunde. Wenn ihr jetzt in Python, also ich mache jetzt als Beispiel Python, ich bin mir sicher, dass in anderen Programmiersprachen sind die Konzepte sehr ähnlich, wenn nicht, dann haben wir ein Problem. Wenn man jetzt in Python die aktuelle Zeit mit der Standardbibliothek lesen will, dann importiert man die Bibliothek Daytime und dann sagt man Daytime, Daytime Now und dann kriegt man ein Objekt zurück, was die Felder für Jahr, Monat, Tag, Stunde, Minute, Sekunde und Mikrosekunde hat und das ist jetzt die aktuelle Uhrzeit, also heute 19.03 Uhr. Das ist aber falsch. Das ist gefährlich. Weil wenn ihr das auf eurem Rechner macht, das auf die mitteleuropäische Zeit eingestellt ist, dann funktioniert er so. Aber sobald ihr das hier auf einem Server, der zum Beispiel in UTC läuft, macht, dann kriegt ihr ein sehr ähnliches Objekt, aber an der Stelle von Stunden ist ein Offset von 2 Stunden. Und wenn ihr jetzt die zwei Objekte jetzt irgendwie vergleicht, ihr seht nicht, dass die unterschiedlich sind, da ist tatsächlich ein Offset von 2 Stunden, obwohl ihr die 2 Befehle auf 2 unterschiedlichen Rechnern gleichzeitig aufgerufen habt. Wenn ihr jetzt in Python die aktuelle Zeit in UTC, was ist Standard auf jedem Rechner, haben möchtet, dann sagt ihr, ich will Daytime, Daytime, UTC Now und dann kriegt ihr so ein Objekt in UTC-Zeitzone. Also da steht an der Stelle von Stunden, steht da jetzt 17 und das ist die Antwort, die ihr von jedem Rechner kriegt, egal in welcher Zeitzone dieser Rechner läuft. Das ist schön, das funktioniert. Das Problem ist nur, ich muss wissen, im Hintergrund, im Hinterkopf, die Information behalten, dass das hier ein UTC ist. Wenn ich jetzt aber ein Objekt erstellen will mit der aktuellen Uhrzeit und ich will wissen, ich bin jetzt in irgendeiner Zeitzone, dann für UTC kann man das, wir sind Python so machen, dass ich sage, ich will jetzt die aktuelle Uhrzeit in der Zeitzone, die heißt UTC. Da kommt jetzt in Attribut TZ-Info kommt jetzt die Information, das ist in UTC, so läuft es auf jedem Rechner und ist alles gut. Wir möchten jetzt aber gerne wissen, wie spät es jetzt hier lokal ist. Wir wissen, wir sind jetzt in Mitteleuropa, mitteleuropäische Sommerzeit. Das heißt, wir sind 2 Stunden vor dem UTC. Also wir sagen, wir wollen jetzt aktuelle Zeit in einer Zeitzone, die ist definiert durch Time Delta 2 Stunden.
Und da kriegen wir die aktuelle Zeit, 19.03 Uhr, und die Information, dass wir 2 Stunden vor dem JTC sind. Das ist zwar schön, das funktioniert für uns jetzt hier, aber wenn ich sowas jetzt hier in Deutschland im Winter laufen will, dann müsste ich an der Stelle von Hours gleich 2, müsste ich jetzt Hours 2 gleich 1 schreiben. Also ich müsste eigentlich immer wissen, in welcher Zeitoffset zu UTC ich mich befinde. Und da kommt in Python und in vielen anderen Bibliotheken kein Weg an Third-Party-Libraries vorbei. Und in diesem Fall es ist es ein PYTZ, wo ich dann sage, ich will die aktuelle Zeit in der Zeitzone Europa-Berlin. Und dann kriege ich richtigen Zeitpunkt und auch die Information, dass ich 2 Stunden vor UTC bin. Und das hier funktioniert eigentlich für die ganze Welt, da kann man das immer reinschreiben. Also so funktioniert eigentlich das Checken der Uhr. Jetzt aber, wenn wir hier so ein Stück Code haben, wir sagen, wir wollen jetzt den heutigen Tag und wir wollen den gestrigen Tag. Also ich schreibe jetzt diese 2 Zeilen Code, aktuelle Zeit und dann aktuelle Zeit minus ein Tag. Und das hier wird auf die Nase fallen, in dem Augenblick, wo ihr nicht im Büro sitzt, hoffentlich. Weil gerade um Mitternacht UTC, wenn ihr das Programm eine Mikrosekunde vor Mitternacht startet, dann die erste Zeile läuft gerade vor Mitternacht, die zweite Zeile läuft gerade eine Mikrosekunde nach Mitternacht und dann kriegt ihr Today und Yesterday das gleiche Datum. Das ist also eine schlechte Idee, jetzt innerhalb von einem logischen Konzept oder logischer Einheit von eurem Programm, zweimal auf die Uhr zu schauen. Deswegen am besten fragen, was ist jetzt die aktuelle Zeit und dann mit dieser Variable dann weiterzuarbeiten. Also nur einmal auf die Uhr schauen. Es gibt doch einen Fall, wo ihr mehrmals auf die Uhr schauen wollt, zum Beispiel wenn ihr irgendwas runterlädt oder es gibt eine teure Operation, wo ihr wissen wollt, wann die angefangen hat, wann sie aufhört, damit ihr irgendwie die Zeit messen könnt. Da kann ich jetzt am Anfang sagen, das ist jetzt die aktuelle Zeit, dann kommt die Expensive Operation, dann mache ich Ende, also mit der die Zeit am Ende und dann den Unterschied. Wenn ich jetzt aber Daytime, Daytime, UTC Now mit dem teuren Daytime-Objekt mache, dann ist das ein bisschen wie mit Kanone auf die Spatzen zu schießen. Man braucht so viel nicht, wenn ich eigentlich nur Unterschied zwischen 2 Zeitpunkten in Sekunden haben will. Deswegen ist es einfacher, die Standardbibliothek in Time, die den Unix-Timestamp zurückgibt, das ist Anzahl von Sekunden seit den 1970. Und dann mache ich das nochmal und dann berechne ich den Unterschied zwischen 2 Floats. Das hier kann aber auch auf die Nase fallen. Stellt euch vor, dass gerade während dieser Expensive Operation NTP-Date läuft, Uhr von eurem Rechner ist nicht ganz genau und dann NTP-Date sagt, ja, es ist eigentlich ein paar Sekunden in Zukunft oder zurück und dann plötzlich End und Start geht in die Vergangenheit, also End minus Start wird negativ. Deswegen checken der aktuellen Zeit als Unix-Timestamp ist auch keine gute Idee. Deswegen gibt es in Python und hoffentlich auch in anderen Sprachen sowas wie Monotonic und das ist Anzahl von Sekunden oder das ist eigentlich ein Timer, der immer nach vorne geht, egal was mit der internen Uhr vom Rechner passiert, diese Zelle geht immer nach vorne und mit Time.Monotony kann ich jetzt eigentlich immer eine Float kriegen, die ist irgendwie relativ zum Anfang vom Prozess, aber die immer nach vorne geht und das heißt End-Start wird nachher eine positive Zahl. Wenn man jetzt Python 3.7 oder neueres benutzt, kann man auch Monotony in Nanosekunden, dann kriegt man was ganz, ganz, ganz Genaues. Also so viel zum Thema Programmieren mit Zeiten. Wir gehen jetzt aber zurück zu der Zeit, wie sie tatsächlich hier in der Realität gemessen wird. Also wie würdet ihr jetzt Zeit messen? Wir gehen jetzt ein paar Jahrhunderte zurück. Am einfachsten ist es, ich schaue, wenn die Sonne in ihrer höchsten Position ist, einen Tag später wieder die höchste Position und ich teile das durch 24 und dann habe ich 24 Stunden. Falsch. Weil die Sonne sich ein bisschen so nicht ganz regulär bewegt, eigentlich die Erde bewegt sich nicht ganz regelmäßig und da gibt es sowas wie Equation of Time. Das heißt, es ist tatsächlich hier in Deutschland innerhalb von einem Jahr die Sonne, also Mittag, also Mittag, bewegt sich innerhalb von einem Jahr bei fast 15 Minuten, plus minus 15 Minuten. Das ist, wenn ihr irgendwie eine alte Uhr an einer Kirche seht, dann kann es sein, dass da noch so wie eine 8 steht. Und das ist eigentlich Verlauf innerhalb von einem Jahr, wann die Sonne im Vergleich zu unserem Mittag in der höchsten Position ist. Das bewegt sich tatsächlich um 15 Minuten plus oder 15 Minuten minus. Aber früher war das, also das hat man eigentlich festgestellt, wie das funktioniert, aber sonst war es egal, wie die Zeit irgendwo woanders war, weil man hat immer die lokale Zeit gehabt.
Also man hat die lokale Zeit gehabt, und wenn ich jetzt hier von Karlsruhe nach Pforzheim gehen wollte, dann war das sowieso ein Tagesausflug. Also ich brauchte nicht die Information, wie spät es gerade in Pforzheim ist. Dann später kam die Idee, jetzt, also nicht die Idee, sondern die Notwendigkeit, woanders Zeit zu messen auf hohem See. Weil wenn ihr auf dem hohen See jetzt eure Position haben wollt, müsst ihr wissen, wann ist euer Mittag, aber wann ist gleichzeitig Mittag zum Beispiel in London, damit ihr wisst, wie weit Richtung Westen ihr euch bewegt. Und das hat auch ein paar Jahrhunderte gedauert, bis man so eine Uhr gebaut hat, die tatsächlich auf dem hohen See richtige, genaue Zeit messen konnte. Und auf dem Kontinent kam später die Eisenbahn. Und bei der Eisenbahn, was man will, es geht nicht so um die Passagiere, es geht mehr darum, dass ich jetzt zwischen zwei Städten auf die Schienen jetzt nicht zwei Züge gleichzeitig schicken will. Deswegen brauchte man irgendeine Koordination zwischen den Städten. Und dann kam Greenwich als Standard, und in Frankreich hat die französische Eisenbahn Pariser Zeit eingeführt, plus 5 Minuten. 5 Minuten wegen verspäteten Passagieren, die jetzt ihren Zug erreichen wollten. Dann hat man ihnen gesagt, okay, die Züge fahren immer 5 Minuten später. Das war jetzt die Standard der Zeit in Frankreich. Und so kamen jetzt weitere Länder haben sich jetzt dem Standard angeschlossen, zu dem Greenwich. Und das ist das eigentlich, das Greenwich, das GMT, Greenwich Mean Time. Das M kommt eigentlich aus dieser Equation of Time, weil Mean bedeutet mittlere Zeit innerhalb von einem Jahr mit diesem Offset von plus minus 15 Minuten eingerechnet. Und jetzt die Länder, die haben sich jetzt dem angeschlossen, und irgendwann kam auch UTC als ein Sprachenkompromiss zwischen dem Französischen und Englischen, weil die englische Abkürzung wäre was anderes als die französische. Und man hat jetzt Universal Coordinated Time oder Temps Universel Coordonné, hat man jetzt eine Abkürzung gemacht, UTC, die eigentlich aus keiner Sprache kommt, aber ist irgendwie so ein Kompromiss zwischen den Franzosen und Englischsprachigen. Und dann hat das in der Europa ungefähr so ausgesehen. Natürlich vor 120, 30 Jahren sahen die Grenzen ein bisschen anders aus, aber London war Zentrum von der einer Zeitzone, plus 15 Grad, das war ungefähr Prag. Und dann hier am Rhein müsste eigentlich damals sowas wie eine Zeitzonengrenze sein. Warum das nicht so war, sehen wir später. Wenn ihr jetzt anfängt, also mit Python, also in Python oder in anderen Programmiersprachen jetzt mit Zeitzonen zu arbeiten, und ihr schaut euch an, ja, wie viele Zeitzonen haben wir denn? Dann bei PyWatiZ, das ist die Python-Bibliothek, die auf dieser Data-Bibliothek basiert, sind es über 400. Wo kommen die denn her? Das sind alle Zeitzonen der Welt, die gerade gültig sind. Es geht nicht darum, Greenwich oder UTC und dann plus minus 12, 13 Stunden dazu haben oder plus minus noch da irgendwelche halbe Stunden oder Viertelstunden, sondern man will auch historisch diese ganze Information behalten. Das heißt, welches Land hat sich irgendwann von einer Zeitzone zu einer anderen verschoben? Welche Länder haben Sommerzeit eingeführt? Welche Länder haben Winterzeit eingeführt? Welche Länder haben Winterzeit oder Sommerzeit irgendwann verschoben? Und jetzt, das hier, was ihr hier seht, das sind alle aktuellen Zeitzonen auf der Welt. Und die sind jetzt so garantiert, dass sie nach dem 1970 eindeutig sind. Was vorher war, können wir versuchen irgendwie abzubilden, aber das geht natürlich komplett nicht. Und was aber nachher war, inklusive aller unterschiedlichen Länder, die seit 1970 entstanden sind, man versucht jetzt alle diese Zeitzonen hier abzubilden. Wo kommt diese Information her? Also es gibt keine Autorität, die darüber entscheidet, Vereinigte Nationen oder etwas, nein. Es sind leider einzelne Länder, die sich spontan entscheiden, was sie machen. Es gibt eine Organisation, Internet Assigned Numbers Association, die jetzt versucht, das alles abzubilden. Und das ist eigentlich Single Point of Truth, das ist die einzige Stelle, wo ihr zuverlässig, mehr oder weniger zuverlässig, irgendwas über Zeitzonen erfahren könnt. Egal, was ihr selber entwickelt, ihr müsst irgendwie auf dieser Information basieren. Also auf dieser Webseite gibt es zwei Sachen. Es gibt Archiv von der TC-Data-Bibliothek, das schauen wir uns gleich an, und dann gibt es dort eine Mailingliste. Und diese Mailingliste, das ist gerade das Interessanteste, weil das ist auch etwas, wo ihr
jetzt ein bisschen helfen könnt. Sobald ihr seht, in Deutschland machen wir jetzt Sommerzeit oder Winterzeit, also nicht Winterzeit, Sommerzeit oder Standardzeitabschaffung, Zeitumstellungabschaffung, und sobald es offizielle Informationen gibt, dann bitte dort melden. Wenn man jetzt die aktuelle Datei nimmt von 2019a, die sind immer pro Jahr dann mit Buchstaben irgendwie durchnummeriert, das ist jetzt eine Datei vom Ende März, die ist 370 Kilobyte groß. Wenn man sie entpackt, dann kriegt man sowas. Da ist ein bisschen, da sind ein paar Perl-Skripte, Oak-Skripte, Shell-Skripte, aber das Interessanteste sind die größten Dateien, die heißen Asia, Australasia, Europe, Afrika, Nordamerika, South America und so weiter. Und dann seht ihr Europa 170 Kilobytes, das drin ist Code, aus dem automatisch eure TZ-Data, eure PYTZ, alle binäre Dateien, die jetzt in eure Datenbank, in Programmiersprachen, im System, auf dem Handy, überall benutzt werden. Und neben diesem Code sind da Kommentare drin. Und die Kommentare, die kommen aus der Mailingliste. Und das ist gerade das Interessanteste. Das ist wie eine Enzyklopädie. Das ist ein wunderschönes nicht, also ekliges Lesen von dem, was hier in Europa oder auf der ganzen Welt in den letzten 130 Jahren passiert ist. Wenn man sich jetzt die aktuelle, also die Zeitzone, die wir hier benutzen, Europa-Berlin anschaut, dann steht da als Code jetzt diese Datei, wo man in der ersten Zeile sieht, Europa-Berlin, da steht jetzt 05328. Das hier war LMT, das war Local Mean Time, und das war die lokale Zeit, die gültig war in Berlin bis April 1893. Das heißt, auch wenn wir hier in Karlsruhe, München, Hamburg, Köln oder irgendwo diese Zeitzone Europa-Berlin benutzen, könnt ihr nicht die genaue Zeit hier im 19. Jahrhundert feststellen, weil hier natürlich die lokale Zeit war ein paar Minuten später. Dann gibt es so größere Blöcke, Central Europe, gültig bis zum Ende vom Zweiten Weltkrieg, dann Sowjetzone, da sieht man eigentlich, dass es wieder Berlin ist, dass die Zeit, die jetzt in Berlin benutzt wurde, undefiniert wurde, die war da definiert und nicht hier in westlichen Bundesländern. Dann bis 1980 war Germany und nachher, jetzt ist die Rule EU gültig. Wenn wir uns jetzt diese Rules anschauen, das ist die Central European Rule vom Ersten und vom Zweiten Weltkrieg, mit Hilfe von dieser Syntax schreibt man alle Umstellungen von Sommerzeit. Also auf Sommerzeit, Anfang Sommerzeit, Ende Sommerzeit und in welchem Jahr und in welchem Monat, in welchem Tag, also war das der letzte Sonntag oder irgendwie erster Montag nach dem 15. und so weiter. Also da war ziemlich viel los. Sogar heutzutage gibt es, vielleicht nicht für Berlin, aber für andere Zeitzonen, gibt es noch Aktualisierungen von diesen historischen Daten, wo jemand in der Mailingliste sagt, oh, ich habe eine alte Zeitung, eine alte sowjetische Zeitung aus 1917 gefunden und da steht irgendwie das jetzt in irgendeiner Region, wird die Zeit irgendwie geändert. Und gerade hier landen nachher die Änderungen. Nachher kommt die sowjetische Zone und jetzt Germany, also nach dem Zweiten Weltkrieg. Und das hier ist die Regel, die jetzt gerade gültig ist. Das sind die Sommerzeit-Einführung in den Ende 70ern. Also diejenigen, die jetzt Ende 70ern, also schon nicht ganz klein waren, können sich vielleicht erinnern, dass damals in Europa wirklich ein Chaos herrschte, weil Ende 70er, Anfang 80er ziemlich jedes Land zu einem anderen Zeitpunkt die Sommerzeit angeführt hat. Die letzten zwei Zeilen, das ist etwas, was ihr alle schon kennt. Also die ganz letzte Zeile sagt, dass man am letzten Sonntag im Oktober die Sommerzeit endet und die Zeile davor ist definiert Anfang von der Sommerzeit. Wer sich erinnert, dass die Sommerzeit nicht immer bis Ende Oktober gültig war, die war bis 1995 bis Ende September. Also Sommerzeit dauerte nur 6 Monate. Und also das steht eigentlich auch da drin. Also wenn man jetzt irgendwie eine Zeit berechnet in den 80ern oder Anfang 90ern im Oktober, dann stellt man fest, dass damals eigentlich noch keine Sommerzeit da war. Also soviel zum Berlin, wenn man sich jetzt die weiteren 440 Zeitzonen angucken will. Jetzt, damit ihr jetzt hier irgendwas lesen könnt, würde ich vorschlagen, dass ihr eure Köpfe nach links dreht und dann die X-Achse, das ist Zeit von 1880 bis 2038. In der Mitte ist Greenwich, nach oben ist Osten,
und nach unten ist Westen. Das heißt, in der Mitte bei der Null, da ist Europa und Afrika, nachher kommt Asien, Australien, auf der anderen Seite bei minus 5, minus 8 ist Nordamerika, Südamerika. Ja. Und was man hier sieht, ist, am Anfang ist es ziemlich wild. Das waren die lokalen Zeiten, wo jedes Land, also jede Stadt eigentlich ihre lokale Zeit hatte und dann hat sich das so irgendwie kristallisiert. Und dann, was man da so sieht, das sind immer diese Sommerzeiteinführungen und Sommerzeit. Ich sage immer Sommerzeit und keine Winterzeit. Weil wenn ich jetzt höre irgendwie, ah, wir wollen Winterzeit abschaffen, das ist falsch, Deutschland hatte nie Winterzeit. Es gibt trotzdem aber ein Land auf der Welt, was einmal in der Geschichte Winterzeit hatte und das war Tschechoslowakei 1946. Im November 1946 hat der Parlament hat gesagt, also verabschiedet ein Gesetz, dass die Regierung Winterzeit einführen darf. Und dann am 27. November 1946 hat die tschechoslowakische Regierung gesagt, ab dem 1. Dezember, also plus 4 Tage, führen wir Winterzeit ein. Das heißt, wir gehen noch eine Stunde zurück. Ja, das ist sowas nicht Daylight Saving Time, sondern Daylight Spending Time wahrscheinlich. Und das war gültig bis Februar, dann haben sie das abgeschafft und nie mehr eingeführt. Aber das Gesetz gilt noch und da Tschechien und Slowakei, also die zwei Länder, sind Volkeländer von der Tschechoslowakei, tatsächlich das Gesetz ist gültig noch in beiden Ländern und die tschechische Regierung oder die slowakische Regierung darf jetzt jede Zeit Winterzeit einführen. Ja. Also da, was man da noch sieht, ab und zu sind so vertikale Sprünge. Die Grafik ist ganz einfach, die vertikale Sprünge, das sind irgendwelche Inseln im Pazifik, die einfach einen Tag übersprungen haben. Dann haben sie von Minus zu Plus oder umgekehrt gelandet. Was man da noch sieht, oben, wo es so bunt war, nachher, da ist so eine Lücke, das ist Russland mit der Abschaffung von Sommerzeit. Ja. Aber jetzt, was ihr seht, ist die dicke Linie 2019, da sind wir jetzt. Und das hier ist die aktuelle Version von TZ Data. Das heißt, wenn ihr jetzt eine Applikation, also ein App-Programm irgendwo schreibt und dann in Virtual Env im Docker super getestet, ich lasse das jetzt laufen auf Ewigkeiten und jetzt in 2 Jahren EU die Zeitumstellung abschafft, dann euer Programm wird weiterhin die Zeitumstellungen im Ende März und Ende Oktober machen, weil so ist das definiert und das habt ihr gesehen, in der Europa-Regel stand da, dass es eigentlich bis Max, das bedeutet auf Ewigkeiten, wird die Zeitumstellung stattfinden. Das heißt, sollte man nicht jetzt, wenn jetzt irgendwas passiert, also mit der Zeitumstellung in Europa, sollte man die Bibliotheken aktualisieren. Wenn wir uns jetzt so ein bisschen im Detail das anschauen, Europa, das ist nur Ausschnitt, da seht ihr eigentlich die einzelnen Punkte, also die Städte mit der Farbe, also die Farbe sagt, wie spät es gerade da ist, und dann die vertikalen Linien, die definieren, das ist jetzt Mitte von Greenwich, also ja, da seht ihr, dass eigentlich Frankreich, Benelux und Spanien eigentlich komplett zu der westeuropäischen Zeit gehören. In Deutschland seht ihr ein DE in Berlin und Deutschland hat 2 Zeitzonen. Die andere ist da im Süden an der Schweizer Grenze, das ist Büsingen. Ist jemand schon in Büsingen gewesen? Büsingen, das ist am Rhein, ist so eine, auf der Nordseite vom Rhein, weil zwischen Deutschland und Schweiz, die Grenze ist Rhein, aber eigentlich Rhein ist so und die Grenze ist ein bisschen so. Und auf der Nordseite, da ist Schaffhausen, eine Schweizer Stadt. Und daneben ist eine kleine deutsche Exklave, die heißt Büsingen, ein paar tausend Einwohner. Und ich weiß nicht, wie das mit der Post, Telekommunikation und so weiter haben, aber die 1979, als Deutschland Sommerzeit eingeführt hat und Schweiz nicht, die Büsinger, die haben irgendwie vergessen, mit Deutschland mitzumachen und die sind in der Schweiz geblieben. Und deswegen gibt es jetzt eine Zeitzone damit, wenn man jemand fragt, ja, was war die Zeit im Sommer 79 in Büsingen, dann war sie natürlich anders als im Rest von Deutschland. Jetzt im Detail wieder die ganze Geschichte von Europa. Was interessant ist, ist zwischen den Jahren 1918 und 1940, also zwischen den zwei Weltkriegen, bei der 1 seht ihr so blaue Linie, die ein bisschen so rausguckt. Die macht immer Sommerzeit, aber die guckt so ein bisschen raus. Das ist Niederlanden mit einem Offset von 20 Minuten. Dann kam aus Deutschland Hitler und hat Niederlanden, Belgien, Luxemburg und Frankreich zur mitteleuropäischen Zeit gezogen. Und dann Franco in Spanien hat gesagt, ah, das ist cool, ich mache mit. Also das, so sieht das jetzt in Europa aus. Es gibt
irgendwelche Änderungen, aber da sind so viele Zeitzonen, weil ihr gesehen habt, dass jetzt jedes Land in Europa eigentlich eine Zeitzone ist, obwohl jetzt in Mitteleuropa alle gleichzeitig mitmachen, noch, bis 2021 garantiert. Es gibt aber trotzdem in Europa und auf der Welt gibt es so ein paar Stellen, wo diese Regelmäßigkeit ein bisschen verletzt wurde. Wenn wir jetzt nach Istanbul gehen, wir schauen uns jetzt die Datei für Istanbul und da seht ihr, dass da 2011, 14, 15, da irgendwelche so Extrafälle sind, weil normalerweise hätte man gesagt, okay, Zeitumstellung Ende März, Ende Oktober, aber trotzdem, die haben irgendwas gemacht. Das ist nicht so ersichtlich, was da passiert ist, aber glücklicherweise in der Datei sind auch Kommentare. Und jetzt ein Kommentar am 10.03.2011. Türkei wird Sommerzeit am 28. März anstatt vom 27. März, also am Montag, nicht am Sonntag. This change is due to a nationwide exam. Also die haben irgendwie eine Abitur oder etwas, weiß ich nicht ganz genau, was sie gemacht haben. Und sie haben am 10.03., das ist weniger als drei Wochen davor, die haben entschieden, ah, wir machen jetzt die Zeitumstellung einen Tag später. Die haben nichts gelernt, 2014. Daylight saving time for Turkey has been changed. Turkish local election. Das heißt, die haben jetzt auch wieder entschieden, dass sie wegen irgendeiner Lokalwahlen werden die jetzt Zeitumstellung ein bisschen später machen, einen Tag später. Zweiter Kommentar ist von Randall Schwartz, dass er jetzt in Türkei, also in Istanbul, ist er gelandet an dem Tag und keiner wusste, wie spät es ist. Das Problem an Flughäfen ist, auch wenn ihr Flugticket habt, da steht irgendwie Landen und Starten in lokaler Zeit. Und wenn jetzt die Regierung irgendwie zwei Wochen davor entscheidet, dass wir die Zeitumstellung doch zu einem anderen Zeitpunkt machen und am Flughafen habt ihr, das ist nicht so einfach, wie wenn jetzt Leute irgendwo im Dorf, man sagt ihnen, ah, heute ist, also im Radio sagt man, heute ist alles eine Stunde später oder früher, okay. Aber am Flughafen ist alles ziemlich knapp und Istanbul hat ein großes Flughafen, dann kam es tatsächlich zu großen Problemen. 2015, wieder nichts gelernt. It's officially announced, delays winter time. Ah ja, dass die Winterzeit jetzt erst am 8. November anfängt und das haben sie Ende September angekündigt. Ja. Und dann EEST war Abkürzung von Erdogan Engineered Standard Time. Hier ist oben, Code ist ziemlich langweilig, da steht nichts, aber die Kommentare sagen, dass, oh, wir bleiben die ganze Zeit, auch im Winter bleiben wir bei Sommerzeit, und dann, nee, doch nicht, und dann doch, also alle diese Kommentare, die bleiben in der Datei, auf Ewigkeiten, und wenn ihr so nett seid, also nett seid, wenn ihr jetzt irgendwas feststellt und dort schreibt, dann eventuell in einer nächsten Version von meinem Vortrag kann ich auch euch erwähnen. So, und da kommen jetzt viele Kommentare, also 2016, 2017, dass sie doch etwas machen, doch etwas nicht machen. Also oben im Code, es ist einfach, da passiert nichts, aber die Kommentare bleiben da. So, das war Türkei. Wenn wir jetzt ein bisschen weiter reisen, Caracas, Venezuela, die haben 2016 im März haben sie entschieden, dass sie zwei Wochen später um 30 Minuten die Zeit verschieben. Ja, und da ist irgendwie ein URL von Reuters. Und dann fünf Tage später, das ist ganz wichtig, wenn ihr irgendwas schickt, dann bitte immer einen Link zu einer Regierungszeitung. Egal in welcher Sprache das ist. In diesem Fall ist es Spanisch. Okay, viele Leute verstehen Spanisch. Es wird noch schlimmer. Aber da steht also am 20.04. hat jetzt die Regierung in Official Gazette hat jetzt veröffentlicht und da ist jetzt eine URL aus Venezuela. Also wenn man sich das nachguckt, dann steht tatsächlich, dass sie jetzt um 30 Minuten verschieben. Jetzt gehen wir aber noch ein bisschen, nee, also wir sind jetzt nicht weit vom Äquator, wir gehen auf Port-au-Prince, das ist Haiti. Im Sommer hat Haiti 13 Stunden Sonne, im Winter 11 Stunden. Trotzdem spielen sie mit der Sommerzeit, aber nicht ganz regelmäßig. Seit ein paar Jahren diskutieren sie immer so im März, machen wir das jetzt oder nicht? Und dann oben erscheinen genau solche also letzte März, ja, nein, und dann Kommentare, also according to several news sources. Ja, also dann liest man jetzt irgendwelche Zeitungen, man sucht in den Zeitungen nach offizieller Information, aber manchmal ist das schwierig zu finden. Letzte Information, wir haben jetzt 4 E-Mails von 4 unterschiedlichen Leuten gekriegt, also es scheint richtig zu sein. Ja. Noch ein Beispiel, Seoul und Pyongyang. Die Südkoreaner haben damit angefangen. Also die haben tatsächlich bis 1945 war Nord- und Südkorea, das war zusammen. Aber dann
1954 hat Südkorea entschieden, wir gehen eine halbe Stunde zurück. Das hat das ganze Land mitgemacht, bis auf den ganzen Flugverkehr, die ganze See, also Kommunikation am Ozean, Meteorologie, weiß nicht was noch. Also das heißt, alles, was irgendwie international aus Südkorea nach außen ging, blieb bei plus 9 Stunden, nur das ganze Land war bei plus 8 Stunden und 30 Minuten. Dann haben sie ab im 61 haben sie dann angefangen, dann haben sie dann auch Sommerzeit eingeführt und dann 61 ist das ganze Land wieder zurück zu plus 9 Stunden gegangen. In der Südkorea war das spannender in der neueren, jüngeren Zeit, 2015. According to many news sources, also Nordkorea wechselt zu 8 Stunden 30 anstatt von 9 Stunden am 15. August, angekündigt am 7. August. Und dann am 15. August, das Wichtigste natürlich, Bells rang, also da läuteten, das war eine große Celebration, also große Feierlichkeiten, aber gut, die haben jetzt die Zeit umgestellt. 2018 war die Situation in Südkorea wiederum so, dass die wieder zurück zu Südkorea wollten und dann haben sie wieder entschieden, ah, wir machen jetzt wieder plus 9 Stunden. Am 29.04. haben sie entschieden, dass sie ab dem 5.05. das machen, also wieder nur eine Woche. Und wichtiger Link ist unten, it appears to be the front page story at the top in the rightmost column. Wenn ihr da klickt, das ist eine PDF-Datei, die gefühlt so groß ist mit 12 Spalten und dann in einer Spalte oben irgendwo auf Koreanisch ist sehr wahrscheinlich geschrieben, dass die jetzt die Zeitumstellung machen. Und damit muss man jetzt arbeiten und mit solchen Informationen, also solchen Informationen muss man vertrauen. Und das ist das, was eigentlich nachher in eure Rechner, Server, Handys überall reinkommt. Also, das heißt, das war jetzt nur so ein kleiner Auszug. Ich bitte euch, also sage euch, schaut euch die Datei an. Da ist wirklich viel, viel, viel Spannendes zum Lesen. Und das ändert sich auch alle paar Monate. Also das ist jetzt die erste Datei von 2019. Die Dateien kommen regelmäßig bis zu 10-mal pro Jahr raus. Wir haben jetzt Ende Mai und das ist noch immer nur die erste Version. Was ich jetzt gelesen habe in der Mailingliste ist, dass Brasilien überlegt, sich die Daylight Saving Time abzuschaffen. Das ist im Winter, also es ist eigentlich Winterzeit, aber gut, bei Ihnen, es ist gerade gegenüber. Sind die Überlegungen, also in der Mailingliste schreiben viele Brasilianer, wir würden jetzt die Zeitumstellung abschaffen, aber es gibt noch keine Bestätigung von der Regierung. Wenn wir jetzt aber zurück nach Europa gehen und uns überlegen, ja, was passiert jetzt ab 2021, wenn die Zeitumstellung abgeschafft wird? Wird das so aussehen? Ich wünsche mir so, weil das ist eigentlich das, was natürlich für die Sonne natürlich wäre. Ich glaube eher so, dass irgendwie ein Land, was Land im Namen hat, Deutschland, sagt, ja, wir machen das so und dann alle anderen Länder, ja, wir wollen keine Zeitzonengrenze haben. Ja, aber zwischen Spanien und Portugal, da ist eine Stunde Unterschied. Zwischen Polen und Litauen, zwischen Ungarn und Rumänien. Und das sind alles innere EU-Grenzen. Also warum sollte jetzt nicht die Zeitzonengrenze eigentlich so aussehen? Also das wird sich jetzt noch zeigen. Es kann sein, dass jetzt alle Länder jetzt bei der Standardzeit bleiben. Die anderen wollen Winterzeit abschaffen, obwohl es die Winterzeit hier nie gab. Ja, mal sehen. Also was passiert eigentlich in den Dateien, ist, dass bei Berlin eigentlich nichts, weil in der letzten Zeile von Berlin steht EU, das ist also man benutzt die Regel von EU, und dann in der EU-Regel die letzten zwei Zeilen, da steht jetzt Max, also dass die Zeitumstellung Ende März, Ende Oktober stattfindet und bis unendlich, und diese zwei Max werden bis durch 2021 ersetzt. Oder eventuell nur das eine wird durch 2021, das andere nur durch 2020, falls wir bei der Sommerzeit bleiben wollen. So viel zum Thema. Wenn ihr jetzt irgendwas mit Zeitzonen machen wollt, erfindet bitte keine eigenen Zeitzonen. Und kodiert bitte hart keine Regeln rein. Ja? Und versucht jetzt die Zeitzonenbibliotheken, also TC-Data, auf dem neuesten Stand zu halten. Und wenn ihr irgendwas historisiert, dann schreibt auch, welche Version von TC-Data wurde dafür benutzt. Weil wenn ihr sagt, das ist jetzt, ich bin jetzt immer in Berlin, aber
Berlin war vorher so und jetzt so. Ja, das muss nicht eindeutig sein. Ich habe aus 2018 Sommer, also im letzten Sommer oder Frühjahr, Nordkorea jetzt von 8 Stunden 30 auf 9 Stunden gegangen ist. Ich habe jetzt meinen Rechner auf dem neuesten Stand gehabt, aber in der Linux-Distribution, die ich hatte damals, war Pythons PYTZ war nicht abhängig von TZData und die TZData und PYTZ waren auf zwei unterschiedlichen Versionen. Das heißt, in Shell zu fragen, was ist die aktuelle Zeit in Nordkorea, und in Python zu fragen, was ist die aktuelle Zeit in Nordkorea, hat mir eine halbe Stunde Unterschied gezeigt. Mittlerweile hat sich das jetzt gefixt. Normalerweise basieren alle Bibliotheken, also Datenbank, Python, andere Programmiersprachen, alles basiert auf der TZ-Data-Bibliothek. Wenn ihr seht, dass eure Regierung irgendwie Absicht hat, irgendwas mit der Zeitzone zu machen, schreibt tz-iana.org an. Und dann landet ihr auch in den Archiven auf Ewigkeiten. Oder eigentlich das Einfachste wäre, die Zeitzonen total zu meiden. Vielen Dank. Aber wir haben noch ein bisschen Zeit für Fragen. Obwohl, das sind eigentlich nur Fragen da drin. Vielleicht erst zwei Kommentare, bevor ich zu einer Frage komme. Also das eine, du hattest so viel Türkei und wie das alles bestimmt wird erwähnt. Man muss gar nicht so weit gehen. Großbritannien ist ja momentan noch in der EU, aber ich habe das vor langen Jahren gelesen und ich glaube, es stimmt immer noch. In Großbritannien gibt es immer noch ein Gesetz, dass die Hoheit der Zeit der Admiralität gehört. Und die Admiralität aus sehr historischen Gründen darf immer bestimmen, wann die Zeit was gerade die Uhr geschlagen hat. Das heißt, die könnten das auch jederzeit machen. Ja. Britisches Gesetz jetzt für die EU ist es bald vielleicht nicht mehr relevant. Der zweite Hinweis für Lesen, was ich sehr spannend fand, ist Zeitzonen und Zeitinformationen in arabischen, in muslimischen Ländern zu lesen. Da gibt es sehr viel Spannendes zu lesen, weil da dann ganz oft, das ist ein sonnenbasierter Kalender und sowas, und da ist dann, wenn der Muezzin sieht, dass die Sonne aufgeht und wenn ein Sandsturm ist, dann kann sich das auch mal einen Tag verschieben. Hat sehr interessante Kommentare drin. Und vielleicht zum Programmieren kurz eine Frage, weil du erwähnt hast, es gab so Probleme mit Python, Unix. Zumindest früher ist mir aufgefallen, dass in meinen Linux-Distributionen immer noch so eine extra Zeitzonendatei für Java kommt. Ich habe mit Java so überhaupt gar nichts am Hut. Ist das noch so? Die haben immer eine extra Zeitzonendatei mit verteilt und das heißt, da könnte es auch mal so Unterschiede geben. Ja, das kann sein. Ich habe mit Java in diesem Jahrhundert noch nichts gemacht. Schade. Okay. Dankeschön. Hallo, danke für den Vortrag. Mal angenommen, du dürftest dir aussuchen, alle Zeitzonen auszuradieren und neu aufzuteilen, so wie es dir am besten gefallen würde. Du hast dich ja jetzt viel mit dir beschäftigt, weißt, was für Probleme entstehen. Wie würden die Zeitzonen aussehen? Wie wird die ganze Welt aussehen, wenn du das einteilen dürftest? Gerade auch problematisch bei großen Ländern, die mehrere Zeitzonen sich erstrecken würden oder dann innerhalb der Länder, wird man da Grenzen ziehen zwischen den Zeitzonen? Was wäre anders? Also jetzt in Europa, mit unseren aktuellen Grenzen sieht das ja gut aus, würde ich sagen. USA, ich weiß, also ich dachte immer, die haben so viele Staaten und ich dachte immer, die Grenzen zwischen den Staaten sind ziemlich gerade und ich dachte immer, die haben tatsächlich die Grenzen von den Zeitzonen ziemlich genau. Stimmt nicht. Von den 440 Zeitzonen, da ist Amerika-Indiana, und da sind ungefähr 7 Städte in Indiana, die sich in den seit 1970, seitdem es relevant ist, die haben sich immer systematisch irgendwie zwischen den zwei Zeitzonen umentschieden oder Sommerzeit, Standardzeit nicht eingeführt oder so. Also in Amerika, in USA wäre das ziemlich eindeutig durch die Staaten. China, ja gut, die machen so, was sie wollen. In Russland, das funktioniert ziemlich gut mit den Zeitzonen, auch wenn die ein bisschen, also nicht ganz gerade sind, da sind viele Städte, die jetzt ziemlich, also geografisch nicht ganz da passen, wo sie sind, aber gehören trotzdem zu einer anderen Zeitzone. Also eigentlich würde tatsächlich die 24 Zeitzonen durch die Welt ziehen und fertig. Das Beispiel mit den USA gab es meines Wissens auch lange Zeit in der Schweiz, dass es immer einzelne Ortschaften gab, die keine Sommerzeitumstellung mitgemacht haben.
Es gibt ja tatsächlich, im Westen gibt es tatsächlich Teile, die keine Sommerzeit haben. Ja. Und auch Australien, glaube ich, da sind zwei Regionen übereinander, also nördlich-südlich, und eine hat Sommerzeit, also alle anderen haben Sommerzeit, nur die eine hat irgendwie keine Sommerzeit und die ist auch so irgendwie eine halbe Stunde daneben. In Richtung der Frage eben mit Amerika, da habe ich jetzt neulich dazu einen schönen Artikel gelesen, wo jemand visualisiert hatte, wie die Zeitzonen aussehen in Amerika, und zurzeit ist es relativ okay. Also die, es sind halt so ungefähr so die Bänder, wie man sie erwarten würde mit den verschiedenen Zeitzonen, also mit den vier, die es da gibt, Pacific, Mountain, Central, Atlantic, glaube ich. Und allerdings sind in 30 oder so von 50 Staaten gerade irgendwelche Gesetze anhängig, in den entsprechenden Landesparlamenten irgendwelche Zeitzonen zu wechseln. Und dann haben sie die Karte zusammengestellt, wenn alle diese Änderungen durchgehen würden. Und das war natürlich total Kraut und Rüben, weil die manche gehen nach links, manche gehen nach rechts, manche gehen irgendwie, stellen die Sommerzeit ab, stellen die Sommerzeit an. Und ja, also das scheint so ein Gebiet zu sein, wo die Landesparlamente sagen, hier können wir mal Dinge beschließen. Ja. Und dann landet es dort und bleibt auf Ewigkeiten. Ja, es ist wahrscheinlich Bike-Shedding, ne? Da hat jeder eine Meinung zur Sommerzeit oder zu Zeitzonen, ob wir jetzt irgendwie uns synchronisieren sollen mit dem nächsten Staat nebenan, mit dem wir so viel Handel treiben, oder doch lieber mit dem da drüben. Es ist furchtbar. Das ist das richtige Wort, es ist furchtbar. Ja. Gab es schon den Fall, dass die Syntax für die Regeln angepasst werden musste, weil bestimmte sehr komplexe Regel erfunden wurde von dem Staat? Ja, da sieht man eigentlich, also es gibt irgendwo ja Last Sun und dann letzter Sonntag und dann welcher Sonntag. Ja, also manche Regeln musste man anpassen, und ich glaube sogar, dass mit diesem Fall mit der Winterzeit in der Tschechoslowakei 46, es steht hier drin, aber man konnte das nicht irgendwie richtig zum Beispiel in Python umsetzen. Ich habe versucht, zu dem Zeitpunkt irgendwie die Zeit zu gucken, welche Offset damals war, und das hat das irgendwie ignoriert. Und es gibt hier auch in den Dateien gibt es auch ein paar Kommentare wie, diese nächste Zeile, die funktioniert mit dem Parser, aber nicht mit dem Parser. Und dafür haben wir jetzt eine andere. Ja. Aber das ist alles Perl, also super lesbar. Die Skripte, die damit arbeiten. Ja. Was mir jetzt so gerade auffällt, ist, scheint da doch relativ konsistent zu sein, dass die alle zumindest den gregorianischen Kalender einsetzen. Ne? Das ist ein anderes Thema. Aber im nächsten Jahr ist die Gulasch-Programmiernacht, findet wieder statt, oder? Sehr schön. Freue ich mich drauf. Es sind nicht nur gregorianische Kalender. Es gibt auch sowjetischen Kalender aus den 30ern, der 5-Tage-Woche hatte, wo jeder hat 4 Tage gearbeitet, ein Tag hatte frei. Das heißt, an jedem Tag hat 80% der Population gearbeitet und 20 hatte frei. Ja. Das ist aber nicht hier abbildbar. Hat noch jemand eine Frage? Nein? Dann. Vielleicht noch ein Reisetipp, weil vorher auch die Frage gekommen ist, wie würde man sich eine schöne Zeitzoneneinteilung, sonst was machen. Wer sich für solche Sachen interessiert, ich sehe hier in der Nähe, in Furtwangen im Schwarzwald gibt es, da war früher mal Junghans und sowas, eine große Uhrenmetropole, die Kuckucksuhren, da gibt es ein ganz tolles Uhrenmuseum. Lohnt wirklich reinzugehen, weil da unter anderem auch so die Geschichte der Weltzeit ein bisschen dokumentiert ist. Diese frühen Überlegungen, da habe ich das erste Mal realisiert, wo wirklich die Eisenbahn aufkam, wurde ernsthaft diskutiert, dass es keine Zeitzonen gibt, sondern dass man wirklich eine Weltzeit hat mit 24 Stunden. Und ich glaube, auch die Deutschen waren dann mit dabei. Wir hätten ja das Glück gehabt, dass wenigstens bei uns Mahlzeit die Mittagsuhr um 11 Uhr geschlagen hätte. Und das Problem ist halt, dass nicht alle um 12 Uhr Mittagessen gehen können dann. Aber das ist lang und intensiv diskutiert worden von Gremien und ist dann leider nicht umgesetzt worden, hätten wir die Probleme alle nicht. Dann hättest du gerade in manchen Teilen der Welt hättest du das Problem, ist es heute oder gehe ich heute oder morgen Mittagessen? Ja, gehe ich jetzt oder erst in Viertelstunde? Das ist ganz einfach, kein Immermittagessen. Aber wie gesagt, einfach mal nach Furtwangen gehen, lohnt auch sonst einen Ausflug. Und da gibt es auch ganz viele schöne Sachen für Zeit und Uhren und wer alles so an der Uhr dreht. Ja. Eine letzte Chance noch. Wer möchte noch jemand? Dann ich habe eine Frage. Würde jetzt eine Umfrage machen, wenn wir jetzt 2021 Deutschland, Sommerzeit, Standardzeit, wer ist für die Zeitumstellung? Wer will die Zeitumstellung behalten? Okay. Wer will jetzt bei Standardzeit bleiben?
Okay, und wer will Winterzeit einführen? Niemand? Okay, und ja, es gibt keine weitere Fragen. Ja, was war? Standardzeit ist Winterzeit in Deutschland. Ja, ich weiß. Ja, aber wer möchte die Sommerzeit behalten? Ja, okay. Ja, will jemand das überhaupt? Sommerzeit, die ganze Zeit? Oder nee, will jemand eigentlich osteuropäische Zeit in Deutschland haben? Oh, niemand? Okay, gut. Dankeschön. Dann vielen herzlichen Dank für den Vortrag. Thank you.